Wir haben eine Villa mit 10 Zimmern. Und ich schläft beide in einem Bett. Wer hat den männlichen Part von uns beiden? Perfekt, Digga. Hier ist unsere neue Badewanne, Digi. Hier ist Jones. Und hier ist Jan. Und hier ist der Ausblick. Steht auf, bevor ich mich vergesse. Wir machen jetzt eine Kalkantour mit dem Quad. Gib ihm. Los, Badestuhl ist! Ja, Mann, Stuhl ist! Feierabend. Was machst du denn da? Ja, ich möchte gerade etwas Kaltes trinken. Achso, du, Eistee willst du trinken, wirklich, ne? Ja. Shing Shang Shong werden in den Pool springen. Mit Klamotten? Ich hab keine Klamotten mehr, Dicker. Mit T-Shirt, T-Shirt. Boxshirt. T-Shirt. Boxshirt. Ich hab Angst. Ich weiß, was du machst. Also, was mach ich denn? Guck, ich seh deine Fresse. Ich mach Schere. Ich mach Stein. Schere, Stein, Papier. Was ist los? Geh weg! Digga! Was passiert hier, Digga? Digga, lass mich hier mal wieder im Tegel waschieren. Digga, ich war schon auf vielen Klos, aber hier hast du einfach einen Spiegel vor dir, Digga. Du kannst dich beim Kacken beobachten, Muruk. Was ist das denn, Alter? Junge, Junge, wir entdecken immer mehr Orte, von denen ich nicht dachte, dass es die gibt, Digga. Sollen wir runtergehen? Hi. Sana ben küstüm vurdun vurdun, beni sen vurdun. Ne yaptım ki sana ben zalim dünya. Auf jeden Fall, wir sind gerade im Hundehotel. Abo, Abo, Abo. Nein. Was ist das denn? Was bist du denn? Wir sind blind, ne? Ja. Oder jetzt einfach ein Wolf. Wolfi. Einfach ein Wolf, Motto. Guck mal, Leute, das ist ein Akita-Hund. Ihr Name ist Taxi. 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 Oh, oh, oh. Auf jeden Fall, Marc Gebauer hat überall seine Finger im Spiel. Auch in der Teller-Event unverkauft. Ja, es wird ein bisschen wehtun, glaube ich. Ich hör dich so oder so nicht. Hörst mich nicht? Du hast einen kleinen Penis. Hat's permanent, ja. Die Leute, die es nicht verstanden haben, das wird mit Pferdesperma gemacht. So aus dem Bastard. Das wird niemals reingeschnitten. Deutscher Pferd, du. Fand das jetzt witzig aus? Digga. Weißt du, weißt du. Grillmeister. Oh, die Gulagun. Tamam. Ich sag, was ist der abi? İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisin? İyi, sağ olsun. Nasılsın? Biz de iyiyiz. Siz sağınızı sorunuzu mu unuttunuz? Bu Burak. Burak merhaba. Abi bu araba bizi getirir mi dağlara? Nereye gideceksin? Lan cehennemin dibine götürür. Hüseyin abi afiyet olsun. Eyvallah. Nereye gidiyoruz? Hüseyin abi neredeyiz? Saklıkent'teyiz. Bir abi. Geldik. Karları çek. Lan karıyı çekti mi? Karı çek. Karıyı değil. Abi karı yok ki burada çekeyim. Aşağılarda var lan. Abi çekiyorsun ya Hüseyin abi. Sen de geç. Ben işimi bitti. Sen de mi geçeyim? Nein, az geçeyim bir de los. Az daha gel. Az daha mı? Gel şu tarafa.
Ölüyorum lan. Junge, wir sind 10 Meter gelaufen. Lass mich alleine. Halt's Maul, Johannes. Amına koyayım lan. Lan! Dur! Ne bıksa? Ne bir şey ol? Digga, ich kann mich nicht selbst halten, Mann. Antalya is everything, you want any city. Ben öyle biliyorum. Digga, das kann doch gar nicht gut gehen. Yani Hüseyin abi will jetzt hier mit einem Auto durch. Emin misin abi? Eminim. Valla. Buradan geçeceğiz. Abi ne geçtin be? Bizim işimiz bu, taksiciyiz. Süper manzara. Was machst du, Hüseyin abi ya? Was machst du ya? Was machst du? Kaliteli su. Kaliteli su, kaliteli. Meşhur Pesikan suyu. Yazın içeceğim bunu. Abi pozları biliyorsun ya. Bilmiyorum canım ya. Manzara güzel. Sen dur sen. Schau mal, das ist übel interessant hier. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Könnt ihr mal in den Kommentaren entscheiden. Die züchten hier Fische. Und ich glaube, danach werden die hier geangelt und einfach gebraten und gegessen. This is life. This is painful. It's painful. Wie schön, Abi. Oh, oh, oh. Maşallah. Was sind das für geile Shrimps? Tsunami. Balık yiyoruz abi şimdi. Danke für die Info. Kafayı görüyor musun? Gördüm abi. Balık kafası. Hallo Onkel Dagobert. Du bist auf das Jungs. Komm Jungs. Hier, Motivation. Oh, Digga, du hast geschafft. Wenn die schaffen, da hochzuspringen, sind die dann frei? Nein, die fallen wieder in denselben Betten. Du rufst das ganze Brot, die kämpft, Digga. Geht's? Komm schon. Rette ihn, Jones, rette ihn. Komm, meine Hand. Los. Wir sind wieder hier bei Kulm Ramazan. Kommt immer hier, kommt immer hier euer Geldwechsel. Ne diyor bunlar? Keleş. Abi sen yaşıyorsun ya. Sen abi. Abi teşekkür ettim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın bakalım. Hoşçakalın. Boş koymuşum Türkiye'nin yoluna. 5 sene sürdü bu otel, 5 sene sürdü. Vallahi. Digga, ich hatte richtig Angst, man. Panoramere Aktivitäten. Oder wie heißt das? Panorama-Aktivität? Panoramal Activity. Panoramal Activity. Stell dir mal vor, wir schlagen jetzt einfach zu viert den Hotelchef hier. Perfekt, Digga. Auf geht's, Bett-Test, komm. Du. Mann, wir haben keine Kraft, Mann! Cambroke, Beşiktaş'ın Gençoğlu. Was zum Teufel, Digga? Burak Jones, Beşiktaş'ın Gençoğlu. Was denn? Nee. Naja, das war gerade sehr unmotiviert. Ach so, und deswegen heißt das, dass jemand anderer machen darf? Naja. Okay, na gut. Zeit ändert sich dann wohl. Das kann man. Und wie ist in der Höhle zu schlafen? Das bockt sich nicht. Hallo Steine, hallo Beton. Hallo Stein, hallo. Komm, wenn du wollt, kann ich auch meinen Kopf gegen diesen Beton schlagen. Hallo, hallo Spinne, komm. Hier war gerade ein Spinnennetz, hab ich gerade weggemacht. Was sagst du dazu? Gleich kommt hier eine Spinne in meinen Arsch auch reingekrabbelt. Wallah, Bruder, ich find sie nice, Digga. Was sagst du? Nein, Mann. Sick, den geht lang. Bro, wir kennen uns seit 3-4 Jahren schon. Und ich sehe dich das erste Mal Tee trinken, Alter. Was machst du da? Das ist cringe. Warum ist das cringe? Hör auf damit. Cappuccino. Weiter, Digga. Komm, du schaffst das. Es ist hier die Todestreppe, Bruder. Was ist das? Wie soll ich hier runter, Digga? Ich wiege 110 Kilo. Freunde, wir haben es verlaufen. Und jetzt kommt die Polizei mit einem Pferd. Selamünaleyküm. Abi, biz kaybolduk ya. Çıkış nerede? Kayboldunuz mu?
Nereden geldiniz? Yukarıdan. Kamera mı var? Aynen kamera var. Atı çekeyim biraz. Oradan geçme, tamam. Oradan geçme. Neden? Ne fast tut, na tut efendim. Abi bu iyi bir yere varmıyor. Yani varmıyor. Atacaksın bu. Hocam. Hocam. Dengeyi bozuyorsun. Hocam. Hocam bu ne böyle ya? Kolay gelsin. İki nar, klasik bir portakal. Tamam. Klasik Portugal. Portakal orada kal. Adın ne abi? Ahmet. Sıkmacı Ahmet. 20 senedir bu işi yapıyorum. 1, 2, 3. Perfekt bir sıfır flash, Digga. Şunlar içiyorum. Neye iyi? Kalkıyor mu? So, das wird schmecken, 100%. Das muss schmecken. Das kann nur schmecken. Hallo Katzi. Katze, Katze. Katze, Katze. Bruder, er chillt einfach neben mir. Guck mal. Bester Mann. Kayseri. Ey Jungs, wisst ihr, für was Kayseri bekannt ist? Für was denn? Für Sucuk. Wir zeigen euch den Ursprung des Sucuks. Los, schon die Pumpe. Los, pump ihn auf, komm. Was soll das jetzt sein? Ich dachte, weil wir eine lange Fahrt vor uns haben und keiner hinter uns Wasser schüttet, dachte ich, mach das. Naja. Nach 3000 Kilometern. Ja? Nach 5000 Kilometern. Ja und? Besser als gar nicht. Digga, Digga. Nee. Was denn, was denn, was nee, denn? Nee, ich will das nicht. Was denn? Es ist nicht witzig. Was willst du so? Hör auf, mich immer zu küssen, Digga. Saule. Ich wünsche das leider zu viel, ja. Hafif, Chokas. Ey, Wallah, Yeterla. Ich als Istanbul-Experte werde meine neutrale, ehrliche Meinung geben. Das könnte den Geschmack verändern, deswegen machen wir es ohne. Ist okay. Was ist das für ein Oschi, Digga? Boah, damit kannst du Menschen töten, Alter. Boah, der fühlt sich schon qualitativ an, Alter. Boah. Ehrlich? Johannes? Arsch. So, der nächste Laden. Wenn wir schon in Kayseri sind. Oh. Digga, wir waren schon in 5 Läden, wir wollen bezahlen, dass wir halt die Proben essen dürfen. Keiner nimmt Geld an. Ich werd böse enttäuscht, es gibt doch so ein Vorurteil, Digga. Jeder, der aus Kayseri kommt, er ist geizig. Aber das merkt man gar nicht hier. Viele sagen, das ist der beste Pastrma und Sucuk-Laden, Digga. Shahin. Kennst du Shahin K? Ja, was ist denn hier los, Digga? Das ist das Paradies von Sucuk, Alter. Ein Feini! Einfach ein Löwe, Digga! Digga, was ist das für ein Hund, Modok? Der Arbe hat Probleme, wir versuchen dem mal zu helfen, Alter. Zählen. Aber was geht? Nichts, Bruder, es geht bei dir. Und wie fühlt es sich an, illegal in einem Laden zu sitzen? Jungs, erzählt mal. Gut, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Heute soll es regnen, stürmen oder schneien. Denn du scheinst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern. Ich habe auch keinen Geburtstag. Alles Gute. Danke. Für was denn? Einfach so. Na gut. Schneid ein bisschen in Ankara. Stehflöckchen, hoch das Röckchen. Und meine Lieblingssängerin ist einfach hier gewesen. Sogar zweimal. Salatsauce. Offiziell, das ist die beste Suppe, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich bin ein Ischgemer-Fan. Die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das ist eine Pansensuppe. Das ist so mit Gedärme und so. Ich weiß, das wird euch gar nicht gefallen. Innereien. Aber Jungs, das ist der Shit, Digga. Ich sag's euch ehrlich. Wir sind gerade am Anad Kabir in Ankara. Andere Vibes hier. Cheetos, gucken wir mal. Und? Jan, willst du Cheetos? Perfekt, Digga. Ich bin Patrick Stout, ich mach jetzt einen Schneeengel. Guck mal diesen Schnee an, Digga. Guck dir mal diesen Schnee an. Einfach Schnee. Auf jeden Fall, wir sind gerade in Osansdorf. Das ist Osans Onkel. Kühm, kühm. Olmaz teselli. Senden başkası beni anlayamaz. Bıraktığınız boşluğu dolduramaz. Böyle bir hasrete can dayanamaz.
Gänsehaut. Ağla yüreğim, ağla, ağla, ağla sevdamıza. Çıkıp abi sizi sordun. Gel. Hier, gib mal diese Pastürma. Gell. Boah, miese. Und das macht den Babys was geben. Hier ist doch schön Steak. Guck mal, riech mal. Oh mein Gott. Hier ist doch schön ein bisschen Steak für euch. Jungs, wollt ihr mich verarschen? Wie süß sind diese Hunde, Mann. Hallo. Sowas werdet ihr nie wieder kriegen. Glaubt mir. Denne? Lon? Die werden sich nicht zusammen bitten lassen. Ohne Schirm. Spaß beiseite, mein Freund. Hamdulillah für alles. Mashallah. Yalla. Wir sehen uns. Pass auf eure Kinder auf. Pass auf eure Kinder auf. Und beim nächsten Mal will ich die groß sehen, ja? Ja. Gut aufpassen. Ich sehe schon. Du passt auch deine Frau gut auf. Kylo hat da hingekackt. Ich hab hier doch schon Renault. Sind nur 80 und 120 Pakete raus mit der Nintendo. Wie fühlt ihr euch so, wieder zu Hause zu sein? Bruder. Erleichterung. Was ist denn hier los, Alter? KFC, erste Mal auf Halal-Basis. Kannst du mal bitte einmal Ali Chair machen nach 3 Jahren? Das wäre mal cool, Digga. Komm. Im nächsten Vlog. Jetzt. Für den nächsten Tipp. Los, jetzt. Mach noch eins. Für den nächsten Tipp. Ali G. We are Turkish Airlines. We are Global Eagles. Wir fliegen das erste Mal in unserem Leben Business. Zum ersten Mal. Mal gucken. Guck mal, ey, du warst aufgeregt, Digga. So, Digga, ab in die Business Lounge. Aha. Also Can redet immer von dem selbstspielenden Piano. Das ist er doch. Das ist er. Also ich darf mich jetzt vollkommen austoben, ne? Ja. Zu 100%. Ja. Ich darf hier alles essen und trinken, was ich will. Für was habe ich das sonst bezahlt? Alles. Alles? Ja. Buck, ich frage dich auch ein letztes Mal alles. Ja. Okay? Junge, was machst du da? Hast du nicht gesagt, dass ich komm nicht komm da, aber was Murat? Naja? Du blamierst uns, Mann. Du meinst, ich darf hier alles mitnehmen, Digga. Ey, Johannes. Freust du dich auf Business Class? Business Class. Ich bin Classic, ruf Halleluja. Ich fühle mich wie, keine Ahnung, Digga. Wie so ein reicher Wichser. Reicher Bastard. Also Freunde, wir haben hier Pfeffer und Salz in so einem Grip-Ding und Olivenöl, Digga. Olivenöl. Ich gehe jetzt scheißen. Auch in der Business Class willst du scheißen gehen? Naja, wenn ich scheißen muss, muss ich scheißen. Ob ihr es nun mal akzeptieren wollt oder nicht, aber ihr habt euch gerade ein 18-minütiges Video angeguckt. Wenn ihr wollt, dass ich und Ozan nach Thailand fliegen sollen für weitere Vlogs, dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Okay, tschüss.